Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Chaos auf Deponia. Also, Krawall-Goal, check. Lady-Goal, check. Es wird Zeit für die letzte Goal. Mit welcher Goal haben wir es zu tun? Einmal Windows Reset, bitte. Nanu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten, aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Oh, du bist es. Wie schön. Hier lungerst du also rum. Tue ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Sag Zeppelin. Bitte, sag Zeppelin. Nein, nicht in einem Zeppelin. Oh. Vielleicht ja später. Yippie. Die ist ganz schön naiv. Du musst mit zu Doc kommen. Huh? Bin ich denn krank? Nein. Oh Himmel, jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Mein Hunger kommt kaum. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huh? Bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Ja. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Was? Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm 1000-mal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Was? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui! Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte! Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Oh, das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir abgepult habe? Die kann nicht weg sein. Sowas stiehlt doch niemand. Janosch, wer ist denn schon Janosch? Janosch, wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Oh Gott. Du grüne Neune. Okay, Hati, ich bin gleich zurück. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Sprechen wir erstmal mit Galef. Jo, Galef, ich will mitmachen beim Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht.
Wogegen rebelliert er denn? Wogegen rebelliert er denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Kann man bei euch einsteigen? Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Ich bin schwer beeindruckt. Wow, wie kann man nur nicht mitmachen wollen? Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Dann wird es wohl Zeit. Ab auf die Toilette. Ich bin mal gespannt, was wir da jetzt alles rauskriegen. Und wie die aussieht. Macht dieser. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette. Und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Okay. Klopapierfetzen? Seltsames Klopapier. Übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Hobel? Ich möchte mal was versuchen. Marktplatz? Hallo, blinder Apotheker. Ich habe hier einen Coupon. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Okay, Gurke der Erkenntnis. Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen, sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Eigentlich haben wir jetzt aber mittlerweile schon so ziemlich jedes Gebiet abgegrast. Ich wüsste nicht mehr, wo wir das machen könnten. Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre am Hafen der hier das Schiff oder der Gadget Shop. Da waren wir nur ein oder zweimal drin bisher. Wo ist das Kutter? Radar. Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Natürlich. Und der Mülleimer. Nein, ich muss das nicht tun. Ich bin besser als diese deponianischen Müllwühler. Ich muss. Okay, wir haben nichts bezogen. Dann gehen wir jetzt eben mal in den Gadget Shop. Hoffen wir mal, dass es da weitergeht. Was haben wir hier? Lottomat, Anti-Schwerkraftsocken, unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit,
Saftpressennot, Bananenkrümmer, goldener Drache der Unsichtbarkeit und ein Schredder und der Schokomat. Ja, ist ja gut. Können wir den Saftpressennot irgendwie machen? Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Ware zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Probieren wir mal. Oh, Gurke der Erkenntnis. Offenbare mir deine Weisheit. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Okay, die Gurke ist weg. Nehmen wir die an Schwerkraft zocken? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Lol. Unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Au! Tun wir mal die Socken weg. Mal schauen, ob die wirklich unzerstörbar ist. Ab in den Schredder. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Jetzt haben wir die kaputte unzerstörbare Sonnenbrille der Dunkelheit und... Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie... Sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Na nu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo? Hallo? Was man sich hier anhören muss. Können wir jetzt den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit nehmen? War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch, die Brille funktioniert perfekt. Hehe, astrein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Einmal verwenden. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Aua. Nehmen wir da mal die Sonnenbrille mit. Und wir gehen mal raus. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Das hat echt gut geklappt. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Okay. Ich will mal ganz kurz was wissen.
können wir jetzt die Sonnenbrille... Ich sollte erst entscheiden, auf welcher Seite ich das Glas einsetze. Nehmen wir mal das rechte. Und jetzt. Können wir die jetzt hier draufsetzen? Und dann hier den Typ da unten verwirren? Wir müssen immer noch in den Turnierhandschuh ran. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Jetzt komm schon. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wärst. Verdammt, ich verstehe einfach nicht, warum das nicht funktioniert hat. Dann nehmen wir nochmal... Na gut, der Plan an sich ist zwar perfekt, aber vielleicht könnte er noch ein wenig Feinschliff vertragen. Jetzt habe ich wieder das Glas auf der anderen Seite. Die können wir jetzt aber auch nicht zurück. Ne. Muss ich wieder in den Schredder? Au. Was? Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey! Das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Da machen wir uns aber unsichtbar. Und schredder nochmal die Brille. Au! Verdammt, das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Ja, Schredder? Ich habe sie bereits geschreddert und ich lasse mir ja einiges vorwerfen. Aber Gründlichkeit gehört nicht dazu. Kann man die entkrümmen? Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Wie kriegen wir jetzt das Glas auf die andere Seite? Kann man schon sagen, einfach, dass wir das umdrehen wollen? Oder bist du einfach... Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Ich bin am Überlegen. Können wir... Lieber nicht. Am Ende will er sie noch zurückhaben. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Okay, wie kriegen wir jetzt, verdammt nochmal, diese Sonnenbrille wieder, also... Ihr wisst schon, was ich meine. Wir müssen ja die Sonnenbrille. Müssen wir ja irgendwie das Glas rausbekommen. Und das in die andere Seite reinsetzen. So, wie können wir das machen? Ich bin am Überlegen, Also, die Sonnenbrille können wir die auseinanderschrauben? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Auch nicht, wenn sie kaputt sind? Die unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit kann unmöglich kaputt sein. Sie ist unzerstörbar. Okay. Ist vielleicht draußen noch ein Hund bei mir? Die muss doch... Na, ich habe sie bereits geschreddert. Und ich lasse mir ja einiges vorwerfen. Aber Gründlichkeit gehört nicht dazu. Okay. So,
Warte mal, was ist, wenn wir die draußen mit dem Schraubenzieher? Vielleicht habe ich sie falsch zusammengebaut. Ich nehme sie lieber wieder auseinander. Also, das muss gehen gar nicht mit dem Schredder. Rechte Fassung, linke Fassung. Okay, machen wir den Weg umsonst. Gut. Aber wie die Folge weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.